Boah, was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Papierflieger her? Ja, wenn man die in der Schule findet, ist natürlich nicht so optimal. Nee. Aber vielleicht kann man das ja für ein naturwissenschaftliches Experiment nutzen. Boah, ich weiß nicht. Meinst du, die Schüler können überhaupt alle den Papierflieger bauen? Schauen wir mal. Okay. Fast alle Kinder können einen Papierflieger bauen. Also ich glaube, dass mein Flieger viel, viel besser und auch schöner ist. Schöner ist er vielleicht, aber ich glaube, meiner fliegt besser. Das glaube ich nicht. Seh dir mal hinten diese Dinger da an. Die bremsen den doch voll. Nein, da kann der Wind von hinten sie anschieben. Das glaube ich nicht. Schau mal her, wenn der Wind von hinten kommt, das bremst ihn ja. Das kann ja gar nicht sein. Hier, bei mir stört ihn nichts. Wenn du das sagst. Ja, um das zu entscheiden, da brauchen wir jetzt ein Experiment. Und um das auswerten zu können, auch noch jede Menge Mathe können. Lasst uns mal ausprobieren, wie das geht. Sind Sie neugierig geworden und wollen Sie wissen, wie die Kinder den besten Papierflieger wissenschaftlich ermitteln? Dann besuchen Sie uns an unserem Science on Stage Stand in Berlin.